Hallo Freunde, willkommen zurück zu Prison Architect. Die Patrouille hier oben fehlt, das gefällt mir gar nicht. Wir haben in der letzten Episode hier zwei Patrouillen eingerichtet, in der Hoffnung, dass wir hier den Schmuggel unterbinden können. Das war wohl nichts. Wir haben Frühstück eingerichtet für alle. Das war richtig was, das ist großer Erfolg, würde ich sagen. Es haben unheimlich viele geschafft, tatsächlich hierher zu kommen und fürs Mittagessen. Guckt euch das an, da stehen schon wieder richtig viele Sachen auf dem Tisch. Und da wird schon das nächste angeschleppt. Also in rauen Mengen haben wir jetzt das Futter hier stehen. Das ist richtig, richtig gut. Es kommt immer mehr. Das heißt, das Mittagessen sollte dann auch hinhauen. Und wenn das hier unten klappt, wo wir die großen Laufwege haben, dann sollte das im Low Security und High Security Bereich auch ganz gut funktionieren. Wenn mich Autosave da mal hochlässt. Blöde Funktion, blöde. Aber ich krieg sie leider nicht ausgeschalten. Das ist das. Wo? Hier. Hier haben wir die Kantine. Da steht auch noch ein bisschen Zeug drauf. Und hier wird auch schon gebrutzelt. Und da helfen auch die Gefangenen mit. Ich nehme also an, wir werden demnächst hier auch noch einiges an Futter haben. Wo zum Geier bringst du das Tablett hin? Ihr willst mich jetzt verarschen, oder? Ihr bringt die Tabletts in die Küche hier runter? Na, was ein Glück, dass ihr keine Laufwege dabei habt und durch drei Metalldetektoren müsst. Vier. Die Küche unten hat ja auch nochmal einen. Hier bei der Kantine, bei dem Bereich, bei dem nächsten Bereich und dann bei der... Ach du Schande. Und natürlich wieder zurück. Das Tablett muss ja sauber wieder hierher. Nee, also zum Glück denken meine Minions hier sehr praktisch mit kurzen Wegen. Sonst wären die wahrscheinlich Tage ihres Lebens nur damit beschäftigt, Sachen hin und her zu tragen. Das war Sarkasmus. Ah, stopp. Du bist ein Snitch. Richtig? Richtig. Das heißt, du gehst mal in die Schutzhaft. Müsste dann hinkommen. So, den Rest vom Knast anzugucken, spare ich mir jetzt einfach. Selbst wenn ich drüber gucke und nichts sehe, sind drei Stunden später vier Leute tot. Wenn ich nicht gucke, überleben die Leute. Also lasse ich das mit dem Gucken. Sollen sie doch machen, was sie wollen. Ich glaube, das Ausbauen vom Besucherraum hat sich gelohnt. Ich rede es mir immer wieder ein. Wobei, wenn wir diese Leute an diesen Tisch setzen, brauchen wir die Reihe nicht. Aber, ich sage, es hat sich gelohnt. Ah, entlassen. Dann wünsche ich dir alles Gute. Werd nicht rückfällig. Bleib anständig. Und du hast auch geschafft, du bist raus hier. Super. Was wir allerdings mal gucken könnten bei nächster Gelegenheit. Ich glaube, wir hatten... Angehende Hungerstreiker. Wie sieht es inzwischen aus hier mit der Zelle? Ha! Du hast ihn gerade abgestellt. Der war noch vor dir wieder raus aus der Zelle. Naja, er wird besucht und das Besuchsrecht geht offensichtlich auch über die Einzelhaft. Ich habe das Gefühl, alles geht über die Einzelhaft. Auch wenn dem jetzt einfällt, er will ein Buch lesen, bitteschön. Ich bin sicher, das hat er sich aus der Bibliothek geholt und ist zurück in seine Einzelhaftzelle. Die Einzelhaft ist im Prinzip einfach nur ein... Also wenn du möchtest, dann kannst du hier in der Zelle bleiben, bis es dir wieder besser geht. Oh Mann. Ich freue mich tierisch. Irgendwo gab es gerade Alarm. Immer ein bisschen schwierig, das anhand der Geräuschkulisse zu ermitteln. So, wie läuft's heute ab beim Mittagessen? Seid ihr einigermaßen friedlich? Ich meine, ihr kommt rein und hier steht alles voll mit Essen. Wer jetzt noch stinkig wird und Zoff sucht, der hat irgendwie einen an der Waffel. Wobei ich sagen muss, das nimmt ziemlich rapide ab. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass das nur so kurz hält. Da war richtig viel Zeug drauf gestanden.
Aber da kommt gleich wieder ein bisschen was, möchte ich hoffen. Hier kommt auf jeden Fall schon mal was. Das finde ich nett, dass du beim Spüldienst hilfst und wenigstens die Tabletts hin und her trägst. Ich meine, wenn du sowieso die Strecke läufst, kannst du einen Stapel Tabletts mitnehmen. Wo auch immer du gerade stationiert bist. Wahrscheinlich in der Kantine. Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Die Wache ist zur Sicherheit der Gefangenen und der Mitarbeiter in der Kantine stationiert und bringt dann quer über den ganzen Knast dreckige Tabletts. Ah, herrlich. Der ist bestimmt ein paar Mal durch den Taserkurs gefallen. Also, mal davon abgesehen, dass die fressen wie die Bekloppten, habe ich das Gefühl, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich meine, es wird immer noch Futter rangeschafft. Und jetzt haben die anschließend theoretisch noch ein bisschen Zeit, sich da was zu gönnen. Also, so, jetzt will ich aber auch was sehen hier. Na, also, das nimmt doch gut ab. Muss ich schon sagen. Das sah zwischenzeitlich schon deutlich schlimmer aus. Die drei hier oben, die ignoriere ich im Großen und Ganzen. Das sind wiederkehrende Sachen, die regelmäßig auch abgebaut werden. Da hat jeder in seiner Zelle reichlich Möglichkeiten, diese drei Balken abzubauen. Die beiden werden da schon etwas schwieriger, fürchte ich. Okay, du stehst an der Spüle. Du hast den Wischer in der Hand. Du hast die dreckigen Tabletts. Jetzt musst du anfangen zu wischen, sonst wird das einfach nicht sauber. Er macht's richtig. Er kratzt sich am Kopf und ist am Gefrierschrank und oh Mann. Was hab ich denn da für ein Rudel an Bekloppten? Das gibt's überhaupt nicht. Gut. Wir brauchen ein paar Hantelbänke. Ja. Wenn die jetzt auch noch platziert wird, wenn ich klicke, bin ich richtig happy. Das passt jetzt überhaupt nicht in die Reihe, aber das ist mir ziemlich Wurst. Was wir jetzt noch brauchen könnten, wäre einmal Kamera. Ich hatte ja angedroht, ich will hier einen zweiten Yard einrichten für den unteren Bereich. Das will ich auch durchziehen. Tür ist installiert. Beton liegt auch. Ich würde sagen, jetzt brauchen wir nur noch die Einrichtung, dann können wir es als Yard einrichten. Den Raum. Das sollte passen. Wie sieht es hiermit aus? Die sehen im Großen und Ganzen eigentlich auch schon gut aus. Ich glaube, die Arbeiter haben gerade ein bisschen Luft. Ich würde sagen, wir warten jetzt gerade noch, bis das Abendessen durch ist. Dann klonen wir die restlichen drei Baracken. Dann müsste der Stau bis zum Frühstück auch schon wieder abgebaut sein. Und Tag 100. Wir werden jetzt demnächst die nächsten Baracken raummäßig so einteilen, dass wir tatsächlich auf Kapazität kommen. Allerdings erstmal hier unten noch ein paar Wasserleitungen legen. Das kriegen die vielleicht noch einigermaßen gebacken, bis wir dann die nächsten drei Baracken hier rumklonen. Also bis nach dem Abendessen, würde ich sagen. Es sind zwar nur wenige Stunden, aber wenn die gerade nicht viel zu tun haben, wir haben wahnsinnig viele Arbeiter hier. Und das könnte eigentlich noch hinhauen. Mit ein bisschen Glück jedenfalls. Oh, Moment, da liegt es schon, das passt. Alles klar, dann geht es nur noch darum, Yard einrichten, Wasserleitung und dann klonen wir die nächsten Baracken.
Und sobald wir die Baracken dann geklont haben und hier die Kameras dran sind, das ist so der Auslöser. Wenn diese drei Kameras dran sind, dann werde ich offscreen das ganze Kamerasystem im Knast nochmal überarbeiten. Dann haben wir in allen Baracken Kameras. Das passt. Aber ich werde es jetzt nicht einrichten und dann nachher nochmal anfangen, nochmal alles überarbeiten. Das sehe ich nicht ein. Eins nach dem anderen. Läuft ja nicht weg. Und so lange werden wir das jetzt auch noch durchhalten hier, glaube ich. Sieht soweit mal friedlich aus. Natürlich, der Stau, das war zu erwarten. Allerdings hatte ich nicht gedacht, dass die für drei Kisten drei LKWs schicken. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Da sitzen die Schulkinder alle an den Tischen, so muss das sein. Und ich bin stolz auf euch. Hier, guckt mal. Der ist ziemlich am Verhungern, sitzt trotzdem in der ersten Reihe und passt brav auf. Naja, passt auf. 9%, 4% Erfolgsrate. Der wird durchfallen, aber er probiert es wenigstens. Das zählt ja auch was. So, LKW-Fahrer, macht euch hier mal vom Acker. Ihr blockiert alles. Mit euren leeren LKWs. Wie sieht's aus mit der Anhörung? Willkommen in der Freiheit, mein Freund. Du hast uns beiden eine Menge Zeit erspart. Du solltest 11 Jahre im Knast bleiben. Das war jetzt eine 50% Anhörung. Nicht schlecht, 5,5 Jahre. Abgeknabbert. Du wirst wohl noch eine Weile hier bleiben. Wie sieht's bei dir aus? Nee, noch nicht ganz, aber das wird schon noch. Keine Sorge. Spätestens 300 Jahren bist du hier raus. Das ist deine 75% Anhörung. 60%. Sorry, du wirst die restliche Zeit hier bleiben. Und ich würde sagen, er wird höchstwahrscheinlich wieder Verbrechen begehen, wenn er dann entlassen wurde. Das war allerdings knapp. Um dich tut es mir fast ein bisschen leid. Naja, du hast nachher. Nachher ist gut. In ein paar Jahren nochmal die Chance dazu. Aber keine Sorge, das, was hier als Jahre dran steht, müssen wir nicht tatsächlich als Jahre durchspielen. Ich meine, das wird irgendwie skaliert. Die Leute, wir haben hier einen größeren Durchsatz, als er eigentlich sein dürfte. Frag mich aber nicht nach der Quote. Das ist eine reine Gefühlssache. Du siehst aus wie ein Hungerstreiker. Ah, das sind die brutzelnden Eier. Ich dachte, okay, irgendeiner pinkelt in die Ecke. Nee, das passt. Alles tutti. Und du bist Hungerstreiker. Alex Wood, der Name kommt mir arg bekannt vor. Na gut. Wir holen dich mal für gleiches Essenszeit. Wir gucken mal, ob er es schafft. Es ist Jagdzeit, was ihn überhaupt nicht interessiert. Und um 7 Uhr ist die Jagdzeit dann zu Ende. Dann sollte er in die Kantine gehen. Wir bleiben mal kurz bei dem guten Alex Wood. Ich meine, er ist ja leicht zu erkennen. Er ist der, der schon fast tot ist. Ach, ist das nicht schön? Ach nee, halt. Die bringen ihn nicht zum Yard, die bringen ihn in die Zelle. Passt. Für einen Moment dachte ich, ja, jetzt wird er auch direkt in den Yard geschoben. Wenn die Zelle nicht zu weit weg ist, hat er vielleicht sogar noch eine kleine Chance, dass er in die Kantine kommt. Ich glaube es aber nicht, wenn die Zelle irgendwo hier unten ist. Und dann muss er sich ganz schön beeilen. Meine Güte, ist hier was los im Yard? Wir stecken einfach mal die Schutzhaftgefangene mit hier rein. Zack, sind zwei Baracken frei geworden. Das geht ganz schnell. Wo wir gerade von den Schutzhaft sprechen, wie viele haben wir denn? 7 Stück. Hui, jetzt müssen die ja bald zusammenrücken. So, Alex Wood, beweg dich.
Es ist Essenszeit. Nicht rumtrödeln, wer zuletzt kommt, kriegt nichts. Na komm. So schlecht sieht es gar nicht aus. Achso, für jemanden, der total am Verhungern ist, hast du die Ruhe weg. Ich würde da ein bisschen zügiger laufen, wenn ich weiß, da vorne gibt's Futter und ich habe den Bauch zwischen den Knien hängen. Am besten fängst du jetzt noch eine Schlägerei an oder so. Leg doch mal das Buch weg. Schieb dir was zu essen zwischen die Zähne. Edwards, du kommst mir auch bekannt vor. Der kriegt schon wieder nicht gebacken, sich was zu essen zu nehmen. Also ein paar hier sind regelrechte Opfer. Und die kriegen es einfach nicht hin. Und die haben die kleinsten Ellbogen, würde ich sagen. Gut, das heißt, dich stecken wir mal für 12 Stunden. Darfst du in die Einzelhaft? Einfach weil denen das Essen dorthin gebracht wird. Ich will ihn nicht bestrafen, ich will ihm helfen. Wenn er zu blöd ist, sich hier vom Buffet was zu nehmen, dann wird er eben wieder zwangsernährt. Wir haben ja derzeit ein bisschen Platz. Catwallader. Ach du Schande. Namen gibt's, die gibt's gar nicht. Ach so, der wurde hier noch. Alles klar. Passt. Ich dachte, die zwei Wachen gehen rein und fressen ihn jetzt. Nee, eine Wache hat ihm das zu essen gebracht. Das hat er noch kurz runtergewirkt. Und die andere Wache nimmt ihn gleich mit. Kommt wieder in die Zelle. Passt soweit. Alles friedlich. Gut, wie schaut's? Hier werden immer noch Leitungen verlegt. Darauf kann ich aber eigentlich keine Rücksicht nehmen. Wir müssen dringend die letzten Zellen kopieren. Und jetzt passt das. Es ist Nacht. Wenn Stau, dann doch bitte jetzt. Ansonsten. Ja. Dann wird es einfach zu eng am nächsten Tag. Und ich will es eigentlich endlich mal hinkriegen hier, dass wir da fertig sind, dass die Baracken erledigt sind, dass ich die Monitore richtig einrichten kann. Dann ist der Knast im Prinzip fertig. Wir müssen dann nur noch laufen lassen. Und einfach mal laufen lassen, machen auch die Gefangenen, ist manchmal nicht schlecht. In der richtigen Umgebung, versteht sich. So, wie gesagt, bisschen Stau. Damit war zu rechnen. Bisschen ist gut. Ja, würden die mal wieder ordentlich laden hier. Diese drei LKWs, das hätte auch einer sein können. Naja. Hauptsächlich Nahrungsmittel, alles super hier drin, würde ich sagen. Aber eben auch noch eine Menge Baumaterial. Brauchen wir ja auch. Und es sollte auch demnächst verarbeitet werden. Ich meine, die Arbeiter sind ja dran. Hier werden noch massive Rohre angeschleppt. Ich finde es super, dass die jetzt immer noch Rohre installieren und sich nicht sofort hier drauf stürzen und die beiden Baracken dann erst mal ignorieren. Die werden das so einrichten, dass überall nur noch ein Rohr zu machen ist, aber trotzdem noch alles blinkt. Und dann werden sie sich um die nächsten Baracken kümmern. Aber ich muss sagen, das ist mir gerade ziemlich Wurst. Hauptsache, die Sachen werden irgendwann fertig. Ist im Moment nicht so, dass wir die total dringend brauchen. Obwohl in 9 Stunden schon wieder Gefangene ankommen. Und da reicht der Platz nicht. Das heißt, wir müssen jetzt demnächst die nächsten Baracken hier wieder freigeben. Sonst kriegen wir die Gefangenen nicht unter. Können wir eigentlich gleich mal machen. Minimum Security sind auch wieder 20 frei. Da möchte ich eigentlich noch auf 5 freie Plätze warten. Dann können wir das wieder gerade umstellen von 25 Normals auf 25 Minimum. Und dann wäre die Sache auch wieder direkt erledigt. Na doch, da haben wir was.
Okay. Räume. Wir brauchen weitere Zellen. Soweit so gut. Wie viele machen wir? Ich wäre eigentlich direkt dafür, dass wir die Kapazität auf die 500 erhöhen. Was wir haben, haben wir. Wird sowieso noch ein bisschen dauern, bis das dann alles vom Spiel akzeptiert wird. Ich denke, das ist aber in Ordnung. Wir wissen ja, dass alles passt. Die haben Strom, die haben Wasser. Die haben die Toiletten, die haben die Betten. Die sind ummauert und die haben Zellentüren. Müsste also hinkommen. Oh, schon wieder dieses Auto speichern. Das geht mir auf den Keks. Ich habe mich nur einmal gefreut, dass das Auto speichern da war. Und das war, als das Spiel tatsächlich abgetrudelt ist. Naja, aber für den einen Fall ist es ja da. Man ärgert sich ohne Ende, wenn das Autospeicher nicht da ist und das Spiel stürzt ab. Dann hat man unter Umständen drei Episoden vergurkt. Muss ja auch nicht sein. Dann lieber hin und wieder mal ein bisschen warten. Auch wenn es stört und nervig ist. Es ist vernünftig. Gut, das wäre das mit den Zellen. Und dann brauchen wir natürlich Duschen, sonst werden die Leute muffig oder sie gehen irgendwie mit 100 Mann die Nachbarkabine raiden und erobern dort die Dusche. Und wer will schon 100 Leute in einem Knast in einer Dusche? Das sind Orgien, da wären die Römer neidisch geworden. Außerdem habe ich nicht so viele Seifen. Also lassen wir das. Jeder seine eigene Dusche. Problem gelöst. Wunderbar. Aber ich merke jetzt schon ganz deutlich, dass das Spiel immer langsamer wird. Der Knast ist einfach zu groß inzwischen. Auch von der Fläche her. Da gibt es andere Gefängnisse. Ich habe es schon mal erwähnt. 1200 Gefangene. Aber. Ah, 20.000, weil Kapazität 500. Yay, ding, ding. Tag 100. Wir haben 500 Kapazität. Wir haben es drauf. Oder so. Gucken wir mal, was sagt denn die nächste Quest? Ah, Schlaf wird gemacht. Sehr gut. Grants, die haben wir hier. Das hier könnten wir auch mal in Angriff nehmen. Wir bauen diese Betten bereits. Wir haben auch schon welche exportiert. Hätten wir eigentlich schon längst annehmen können. Bisschen schade. Eine weitere ist noch versteckt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir dann die Kapazität auf 1000 erhöhen müssen, dass das erst sichtbar wird, wenn wir soweit sind. Aber ich glaube, das könnte was hiermit zu tun haben. Könnte auch was hiermit zu tun haben, aber 2 Tage lang eine Mahlzeit niedriger Qualität mit niedrigen Vielfalt. Und wir haben Aufstände. Danach haben wir nur noch halb so viele Gefangene hier. Die bringen sich alle um und dann ist Game Over. Das wäre ein bisschen schade. 3 vielfältige Mahlzeiten mit hoher Qualität, Quantität für 2 Tage, das ist kein Problem. Das machen wir sowieso. Aber die 15.000 Dollar, die wir dafür kriegen, sind mir den Stress und Aufwand ganz einfach nicht wert. Da lasse ich es einfach weiterlaufen, wie es ist, und habe pro Tag mehr. Also, sorry, diese Quest werde ich nicht machen. Nicht mit 370 Gefangenen hier. Sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. So, hier drüben haben wir die Rohrleitung verlegt. Das passt alles. Diese Zellblöcke wurden inzwischen als Blöcke erkannt. Das heißt, die ordnen wir direkt zu. Und wir brauchen schließlich keine Zellenbaracken, die nur für die Mitarbeiter sind. Das wäre ja doof.
Hier tun sich die Leute dann leichter, wenn die Türen offen sind, alles einzurichten. Und die sind theoretisch auch schon fertig. Ach, was soll's, kommt. Das sagen wir auch direkt, dass die Räume gültig sind. Macht ja keinen Sinn, das jetzt noch irgendwie zurückzuhalten. Die Baracken sind fertig eingerichtet, sind funktionsfähig, dann nehmen wir es auch mit. Wie gesagt, der Hochsicherheitstrakt hält sich erstmal alleine. Da brauche ich keine neuen Gefangenen anzunehmen. Ansonsten lassen wir es einfach mal weiterlaufen mit Medium Capacity. Da haben wir noch jede Menge Luft. Und wenn wir Low Sex brauchen, mal wieder 25 annehmen können, dann nehmen wir die 25 an. Das sollte auch kein Problem sein. Ansonsten bleibt es jetzt erstmal dabei, dass es pro Tag 25 neue kommen. Und ja, dann sollten wir in ein paar Tagen tatsächlich so Richtung 500 torkeln. Wäre nicht schlecht. Gut, hiermit läute ich jetzt ganz offiziell ein. Noch 30 Ingame-Tage, dann endet das Let's Play. Das heißt Tag 130, ich würde sagen, ja, so gegen Mitternacht. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir das beenden. Ich würde es ja am liebsten mit einem großen Knall beenden. Ich weiß nicht, irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht alle Kantinen zumachen und dann einfach mal SWAT reinschicken, wenn alle Gefangenen den Aufstand proben nach 3 Tagen oder so. Irgendwas. Lasst euch was einfallen. Schreibt es mir in die Kommentare. Wie wollt ihr, dass dieser Knast endet? Und wie, ihr schreibt einfach gar nicht. Das ist nicht. Okay, ja. Du bist am Verhungern, Alabama. Pass auf. Wir packen dich ein paar Stunden in die Einzelhaft. Frühstück, Mittagessen, Abendessen kriegst du 3 Mahlzeiten hier in der Zelle, theoretisch zumindest. Das müsste also einigermaßen hinkommen. Also hier in der Krankenstation sieht es ein bisschen aus wie in einer Metzgerei. Nur so ein bisschen. Oh, ich habe was vergessen. Oh je, das ist sogar einigermaßen wichtig. Ich habe das vor ein paar Episoden schon gesagt. Ich mach das. Die kriegen Holzfußboden. Den ziehe ich durch. Ja, ich weiß, hier ist immer noch riesig Stau und weiß der Geier, aber wenn ich das jetzt nicht in Auftrag gebe, vergesse ich es wieder. Und das wäre doch schade drum. So viel mal dazu. Das wäre der Holzfußboden. Ja, komm. Wenn wir schon dabei sind, dann kriegen sie auch noch Marmorfliesen im Bad. Das rockt. Und ja, irgendwas für den Flur hier. Wäre nicht schlecht, oder? Unter der Tür der Boden. Sollte natürlich auch aus Holz sein, wie der Rest der Zelle. So, haben wir noch irgendwas Schönes? Wie wäre es mit so einem schönen Mosaikboden? Das wäre doch was für innen drin. Da hat man was zum Gucken dann. So, dann haben wir hier 2 echte Luxuszellen. Wenn jetzt immer noch Neuankömmlinge sagen, ich war nicht bei der Polizei, obwohl sie es waren, oder ich bin kein Verräter, dabei sind sie es. Ja, Verräter klingt so hart, Petze. Dann sind sie selber schuld. Oh Mann. Hier fehlt noch eine Kamera. Die können wir auch direkt in Auftrag geben. Ja, ich habe den Taser gehört, aber sind wir mal ehrlich. Das ist jetzt schon passiert. Ich finde den eh nicht mehr. Man hört die These immer nur. Aber man sieht sie nie. Jupp, da gibt's Futter. Und, na also, nicht mehr am Verhungern. Super Sache das.
Da hat sich das doch gelohnt. Und das war nur das Frühstück. Jetzt passt mal auf. Der kriegt noch zwei Mahlzeiten da drin. Den kriegen wir wieder hochgepäppelt. Der kommt mit richtigen Hamsterbacken hier raus. Na, immerhin. Da bauen wir die letzten Baracken auf. Was mit dem ist, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe überlegt, hier noch eine Werkstatt einzurichten. Ich habe überlegt, hier noch eine Wäscherei einzurichten. Aber ist alles irgendwie, ich weiß nicht. Nicht so unbedingt das, was ich ganz gerne hätte. Was ich allerdings mal gucken möchte, ist das Thema Logistik. Das passt mir nämlich überhaupt nicht. Guck mal, was diese eine Wäscherei für ein riesen Einzugsgebiet hat. Und die beiden Baracken sollen von der Wäscherei gemacht werden? Das könnt ihr euch mal gleich abschmatzen. Ach, Autospeichern. Ich wundere mich, warum nichts geht. Ja, da haben wir alles eingerichtet. Stuff only ist nicht. Das heißt, die gehören jetzt hierzu. Das heißt, wir gucken nochmal. Laundry Distribution. Ja, eben. Das könnt ihr vergessen. Das kommt vielmehr so. Na also. Das ist doch was. Das sieht nach was aus. Ist natürlich relativ viel für eine Wäscherei, aber es sind relativ kurze Wege. Die Wäscherei hat auch nicht sehr viel weniger. Okay, sie hat weniger, aber nicht so arg viel. Die ist eigentlich gut dabei, würde ich sagen. Und die Wäscherei hat auch richtig viel zu tun. Aber es sind halt auch große Wäschereien. Da geht was. Ich denke, das ist in Ordnung. So, nächstes Thema hier. Futter. Da bin ich mir eben auch nicht so ganz sicher. Ich finde, diese Kantine hier sollte sich auch um diese Baracke hier kümmern. Interessant. Sollte sich auch um diese hier kümmern. Nö, mag er nicht. Interessant. Moment. So, Futter. Hallo. Ja, die Linie ist mal total pfuschig. Diese Kantine? Den Bereich. Nee, der Bereich wird nicht versorgt. Und dann vielleicht die Kantine? Könnte bitte irgendeiner die Leute hier drin füttern? Haben wir noch so ein paar Baracken, die kein Futter kriegen? Diese hier zum Beispiel. Aha. Diese hier. Moment, wir probieren das mal so rum. So wird da was draus. Okay. Sehr gut. Nicht von der Kantine dahin, sondern von dahin zur Kantine. Bitteschön. Das ist jetzt natürlich noch ein bisschen... Die Kantine hat zu viel zu tun, würde ich sagen. Da ziehen wir hier mal noch ein paar ab. So, wie viele Verbindungen haben wir hier? So, 4, 6, 8... 10, 12, 14, 15. 15 Verbindungen hier hoch. Wie viel haben wir hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 und 15. Ich glaube, noch gleichmäßiger kriege ich es einfach nicht hin.
Wird sich eigentlich noch ändern, wenn die drei noch dazukommen. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. So, wie sieht es hier aus mit den Kantinen? Die sind tutti. Und hier, das passt auch. Diese hier. Gut. Das könnte natürlich auch einiges erklären, warum einige Leute so wenig Nahrung kriegen. Weil für die einfach nicht mitgekocht wird. Die werden nicht berücksichtigt. Jetzt, das heißt nicht, dass die nichts zu essen kriegen. Das heißt nur, dass die Köche für die nicht mitkochen. Das heißt, es werden nicht genug Essen vorbereitet für alle Gefangenen. Das sieht man ja auch hier. Es reicht einfach nicht. Ich hoffe mal, dass wir das jetzt in den Griff kriegen, dass für die mitgekocht wird. Ihr seht es ja auch hier im High-Security-Bereich. Da wird für alle gekocht. Theoretisch. Aber wir haben trotzdem ständig Leute, die verhungern. Na gut. Dann würde ich sagen, wir machen für heute mal wieder Feierabend. Wir haben hier einen richtig üblen Fehler ausgemerzt, glaube ich. Das ist ganz gut. Und morgen geht es dann weiter mit unserem Superknast. Oh Mann, ich freue mich drauf. Bis morgen.